Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Update am 7.06.2014. Und ich präsentiere euch folgende Themen. Und zwar geht es um die Leadworks Engine, die es nun auch für Ubuntu gibt, um die Glitch Jam, um eine First-Person-Engine, die in 265 Zeilen geschrieben wurde, um die Initiative Jeder kann programmieren, um das GameMaker Studio und die CryEngine gibt es auch für Steam. Fangen wir an mit der Leadworks Engine. Die gibt es jetzt nämlich auch für Ubuntu. Ihr könnt also jetzt die Leadworks Engine im Ubuntu Software Center runterladen. Kostet halt auch ein bisschen Geld, $199 glaube ich. Aber es ist auch eine wirklich sehr schöne 3D-Engine, von der es, soweit ich weiß, auch eine Demo-Version gibt. Müsste mal nachschauen. Ja, es gibt eine Demo-Version, habe ich gerade gesehen. Und ja, ist auf jeden Fall einen Blick wert. Sehr schönes Ding und nur so nebenbei, man kann also mit C++ und Lua programmieren. In C++ nur, also über C++ habt ihr da nur Zugriff in der professionellen Version und über Lua über die Standardversion. Ich gucke das gerade nochmal schnell nach. In die Version gibt es $99. Da ist nur Lua-Scripting angesagt und die Standardversion kostet $199. Also irgendwas um die 170, 180 Euro. So dem Dreh habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Und da könnt ihr dann auch mit C++ drauf zugreifen und so weiter. Und die nächste Sache fand ich ganz interessant. Das ist eine kleine First-Person-Engine, die in 265 Zeilen geschrieben wurde. Und das wurde hier auch nochmal ganz schön dokumentiert, dass man das alles ganz schön nachvollziehen kann. Die benutzt halt diese altbewährte Raycasting-Methode, die vor allem in den Anfängen der 3D-Grafik benutzt wurde für die ersten Ego-Shooter, von denen ich nicht weiß, ob sie noch indiziert sind. Aber das kann man sich mal wirklich angucken. Das ist ein sehr interessanter Artikel, sehr interessanter Code. Und das Zeug läuft auch in HTML5 und ist auf jeden Fall mal einen Blick wert, wenn man sich da mal ein bisschen mit 3D-Grafik beschäftigen will. Dann startet bald die Initiative Jeder kann programmieren. Das ist in Anlehnung an Code.org aus den USA. Die lief da ganz, ganz erfolgreich. Und da geht es halt darum, dass halt wirklich jeder irgendwie einen Weg findet zu programmieren. Und das soll halt die Leute ermuntern, sich damit ein bisschen mehr zu beschäftigen. Wird zwar nicht so offen kommuniziert, aber es geht natürlich darum, dass wir hier auch in Deutschland und Europa ein bisschen Fachkräftemenge haben, was den Informatikbereich angeht. Und ja, und der LeFloid hat sich dieser Kampagne angeschlossen und wird darauf auf seinem Kanal auch Werbung machen. Das steht hier irgendwo in diesem Interview. Was der jetzt damit mit Programmieren zu tun hat, weiß ich zwar nicht, aber ihr könnt euch ja die Seite mal angucken. Auf jeden Fall hat er eine gute Reichweite und ist natürlich ein idealer Partner, um so eine Kampagne zu verbreiten. Könnt ihr euch mal angucken, das Interview, das ist jetzt relativ nichtssagend eigentlich, aber die Kampagne wird demnächst starten und ich denke mal, da kommen bestimmt noch ein paar ganz interessante Sachen zustande. Dann gibt es jetzt die CryEngine auch auf Steam und zwar für nur $9.90 bzw. 9,90 Euro im Monat. Also ihr müsst da jeden Monat diese 9,90 Euro zahlen und könnt dann die CryEngine voll und ganz nutzen. Ich glaube, die war vorher eigentlich kostenlos, aber da will ich mich jetzt nicht festlegen, weil ich mich damit nie beschäftigt habe mit der CryEngine. Ja, auf jeden Fall eine sehr mächtige Engine, wenn man es so sagen will, die auf jeden Fall ihren Blick und ihr Geld vor allem wert ist. Und ich denke mal, da gehen ja jetzt viele Engines hin. Also auch Steam, auf jeden Fall CryEngine, Unity gibt's auch monatlich und die Unreal Engine, die aktuelle, gibt's ja auch für $20 im Monat, glaube ich. Und aber Unity ist es halt ein bisschen was anderes, wenn man dafür mindestens ein paar Jahre muss man das dann abonnieren und jeden Monat zahlen. Also es ist quasi wie eine Ratenzahlung, ohne dass man das Produkt am Ende behalten kann. Bei der CryEngine ist es allerdings so, dass ihr wirklich nur so lange zahlt, wie ihr es auch nutzen wollt. Und das ist auf jeden Fall ganz interessant. Wer eine schöne 3D-Engine haben will, kann sich das ja mal anschauen. Und dann mehr oder weniger überraschend gibt es jetzt GameMaker Studio kostenlos. Mehr oder weniger überraschend sage ich, weil die ständig, also in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft ihre Preise und Lizenzbedingungen verändern, dass man da wirklich nur noch schwer durchsteigt. Ich habe mir das mal vor ein paar Jahren gekauft oder ja, die Version 8 war das damals noch, konnte dann auf Studio upgraden und jetzt gibt es halt irgendwie die eigentliche kostenlose Version nicht mehr, aber dafür ist diese Standardversion jetzt kostenlos. Mit der kostenlosen Standardversion könnt ihr jetzt quasi fast alles machen, was ihr vorher auch machen konntet, also mit der kostenpflichtigen für $50. Und die
ursprüngliche kostenlose Version mit den ganzen Restriktionen fällt jetzt weg. Das Einzige, was jetzt dazugekommen ist, ist, dass dieser Make-with-Game-Maker-Splash-Screen eingeblendet wird. Das war in der kostenlosen Version immer der Fall, aber nicht bei der Standardversion. Und ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Wenn man die Standardversion gekauft hat, dann zählt das aber nicht, wenn man die vorher gekauft hat. Also bei mir kommt jedenfalls kein Made-with-GameMaker-Splash-Screen, wenn ich das jetzt exportiere. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gekauft habt, dann... Also ändert sich im Grunde nichts, außer dass diese Standardversion jetzt kostenlos ist. Und die nächste Version kostet dann $99 oder $100, beziehungsweise es ist irgendwas zwischen 70 und 80 Euro. Und da kommen dann nochmal so ein paar Features hinzu, die man eigentlich nicht unbedingt braucht, vor allem nicht für den Anfang, außer wenn ihr direkt mit dem Programmieren von Spielen fürs Handy arbeiten wollt. Denn da könnt ihr schon in der $100-Version die mobilen Apps quasi testen, aber für die einzelnen Geräte muss man dann nochmal zusätzliche Module kaufen. Und dann nochmal ganz zum Schluss geht es hier um die Glitch Jam. Das ist eine ganz witzige Jam, in der es halt ja, darum geht, ein Spiel über oder mit sogenannten Glitches geht, Grafik-Glitches und auch spielerischen Glitches, und wie das so in etwa aussieht, sieht man ja schon hier auf der Seite ganz schön. Auch die Schrift schön gemacht, und auf Resources findet ihr auch nochmal so ein paar Inspirationen und Tools und Tutorials, und es ist eigentlich alles ganz schick gemacht. Kommen bestimmt wieder ein paar lustige Spiele dabei raus. Das Ganze startet am 9. Juni und geht bis zum 30. Juni. Und soweit ich das gesehen habe, ist es relativ frei von allen Regeln und Beschränkungen. Also ihr könnt, habt da ziemlich freie Hand. Wird sicher wieder eine lustige Angelegenheit. Ich gucke mir diese Spiele immer sehr gerne an. Auch wenn die meisten davon halt Schrott sind, aber es sind immer ein paar Perlen darunter. Und ja, vielleicht seid ihr ja schon so weit, dass ihr da einfach mitmachen könnt. Könnt ihr zum Beispiel gleich mit einem Game Maker durchstarten und euch mal daran probieren. Gut, das war's zu diesem Update. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.